Und wir bleiben sogar baseform, das wird so ein richtiger drecksschlechter Summon. Also, wenn er jetzt nicht einen Crackscreen macht. Oh! Ein Beigeist. Okay, vielleicht ist es auch nicht so schlecht. Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und im heutigen Dokkan Battle Video geht es, wie sollte es anders sein, nicht um irgendein Event, sondern tatsächlich um diesen Banner, der aus dem Nichts gekommen ist, und zwar den LR Broly Banner. Und ich werde mit euch gemeinsam 150 Steine investieren, heißt wir machen 3 Multisummons und das ist auch alles, was ich rein investiere. Warum? Ich werde mein Handy diese Woche wechseln, das heißt ich muss meine Stones sowieso verbraten, da ich von Samsung auf, oder beziehungsweise von Android auf iOS wechsle und da könnt ihr die Steine nicht mitnehmen. Aber dieser Banner ist so eine ganz besondere Sache. Zum einen ist es eine Legendary Rare Karte, die es noch nicht in der JP-Version gibt. Das ist was ganz anderes. Und es ist eine, die man halt beschwören kann für Stones. Und dann könnt ihr euch die erfarmen. Und die ist nicht irgendwo mit einer super geringen Rate vertreten, aber auch nicht mit einer super hohen Rate. Ich habe gelesen, ungefähr bei 1% liegt das wohl. Ich habe auch gelesen, dass viele Leute es im ersten Multisummon oder ähnliches schon gezogen haben. Ich habe noch keine Summons hier gemacht und bin sehr gespannt. Wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, weiß ich nicht, ob ich euch empfehlen würde, hier zu sammeln. Warum? Die LR Broly Karte, also wir sammeln ihn als SSR und gucken uns an, das wird eine Art Neo-Godlead, wie sie genannt werden. Das heißt, seine Leader-Skills für STR, also für Stärke-Teams, ist plus 2 Key, Leben, Angriff und Verteidigung plus 50% bereits im SSR-Stadium. Wenn ihr den awakened, glaube ich, gibt es plus 3 Key und 70% und dann könnt ihr noch den Legendary Rare machen, wo es nochmal ein bisschen was drauf gibt. Die Besonderheit ist aber sein Passiv. Wenn er eine Superattacke macht, kriegt er 50.000 Angriff dazu, aber zeitgleich eine minus 15.000 Verteidigung und kann aber sogar noch eine zusätzliche Superattacke machen. Heißt, der ist schon nicht schlecht. Also wenn ihr unbedingt einen LR haben möchtet und Broly einer ist, dann könntet ihr summonen. Aber die Rest oder der Rest des Banners, der ist nicht so gut, finde ich persönlich. Also zum einen haben wir hier den SDR Goku mit der Genkin Dama aus der Buu-Saga, den habe ich ja schon. Das Coole ist, mit diesem Event ist es auch so, dass ihr der jetzt auch ein Dokkan Awakening bekommen hat. Dasselbe gilt auch für den Vegeta, der im Banner ist. Ich finde beide okayisch. Das sind Nuke-Einheiten, bedeutet, die mehr Schaden machen, wenn sie die gleichen Sphären, also Stärke oder In-Sphären sammeln. Sind aber jetzt nicht unbedingt die Karten, die bei mir in einem Team immer dabei sind. Also die habe ich mal eine Zeit lang genutzt, als ich keine bessere hatte. Dann haben wir hier den Family Kamehameha Goku, den habe ich schon. Wenn ich den ziehe, wird er fürs Dupe-System genutzt. Wenn ich den öfters ziehe, dann würde er zum Beispiel für die Superattacke genutzt werden. Den Super Saiyan Gohan Teen, den habe ich nicht in Agility, den würde ich auch noch nehmen. Wobei er eigentlich nur wegen seinen Passive Skills gegen die Broly oder gegen Broly eine gute Karte ist. Dann haben wir hier Gotenks, den bisher habe ich ja auch damals gezogen. Dann haben wir Xenotrunks, den habe ich auch, finde ich auch keine besonders gute Karte. Dann haben wir Majin Vegeta, den habe ich. Ist auch so eine Karte, ja, seine Superattacke kann, wenn ihr ihn Transcended UR macht, er alle auf einmal angreifen. Eine gute Karte fürs World Tournament zum Beispiel. Haben wir den Interlus, das ist eine ziemlich coole Karte, die stunnen kann und auch halt allen Allies 2 Key gibt. Also eine gute Supportkarte. Dann haben wir hier den SCR Vegeta, den habe ich schon, brauche ich nicht. Int Gohan. Auch okay, aber jetzt, es sind jetzt keine weiteren Karten dabei, wo ich sage, boah, die sind Bombe wie ein Super Vegito oder ähnliches. Das heißt, wenn ihr reiner Free-to-Play-Spieler seid und jetzt nicht sagt, ich will diesen Broly unbedingt haben, würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, hier zu sammeln. Aber wir gehen da gleich rein. Es gibt immer noch den 150 Millionen Dokkan Battle Festival, das heißt, ihr könnt hier immer noch Elder Kai sammeln. Es gibt sogar, wenn ihr gerade Anfänger seid oder ähnliches, gibt es halt diesen Agility at Max Level. Das ist eine ziemlich coole Aktion. Ich persönlich werde da nicht sammeln. Zum einen gibt es für Multisammeln einen extra Elder Kai. Und zum anderen bekommt ihr gute Agility-Karten eigentlich, die bereits hochgelevelt sind. Das heißt, ihr braucht theoretisch nur sie auf UA bringen und dann vielleicht die Medaillen sammeln. Zum Beispiel Freezer habe ich, den Vegeto habe ich, den Super Saiyan God habe ich nicht, Kid Buu habe ich, Gotenks habe ich auch nicht, den habe ich glaube ich auch, den habe ich nicht. Aber sind jetzt auch da jetzt so keine Karten, wo ich sage, ja, muss unbedingt sein. Und 3 SRs auch noch als Featured Cards. Es sind okay Banner. Es ist tatsächlich so eine Sache, ich sage, wenn ihr nicht investieren wollt, bis auf den LR Broly, was halt so eine Sache ist, muss man ihn haben, muss man nicht unbedingt. Ist cool, wenn man ihn hat. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr müsst unbedingt Steine investieren. Als Free-to-Play-Spieler könnt ihr wahrscheinlich woanders besser investieren. Und zwar zum Beispiel, wenn ihr jetzt sammelt für den Super Saiyan 4 Banner, der irgendwann wahrscheinlich so Juni, Juli zum zweijährigen Geburtstag kommen wird. Aber fangen wir jetzt endlich mit den Summons an, denn ich schnacke hier, gucke ich mal, schon wieder 5 Minuten ohne irgendwas zu summonen. Werde ich jetzt voll Krampf versuchen, diese Karte zu bekommen? Nein, werde ich nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich sie bekomme, das tue ich aber ganz bestimmt nicht mit dem Herkules rechts.
Und wir bleiben sogar Baseform, das wird so ein richtiger drecksschlechter Summon. Also, wenn er jetzt nicht einen Crackscreen macht. Oh! Ein Beigeist. Okay, vielleicht ist es auch nicht so schlecht. Ja, Magenta. Okay. Was wollte ich sagen? Ich werde jetzt nicht voll wild gehen, weil es ist eine Karte und ich will meine Steine nur verbrauchen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss da unbedingt investieren. Ich habe jetzt gerade so durch die Maintenance, durch das tägliche Einloggen, durch ein paar Doken-Events, die ich noch zum ersten Mal gemacht habe, habe ich einiges an Steinen nochmal gefarmt. Oh, Oceanus ist gut, kann ich seine Superattacke hochleveln. Und wir haben... Okay, ich kann mich nicht beschweren. Die einzige Karte aus dem Banner... Nee, doch nicht. Scheiße, das ist die Endkarte. Die gucke ich mir gleich mal an. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Karte, die ich haben wollte. Ich dachte, ich habe den Agility Goon. Und Android 18. Und Krillin. Und am Ende haben wir noch einen Raditz. Und ich glaube, das war's. Nein, nein, haben wir noch Freezer, erste Form. Und... Oh Gott, diesen Vegeta kann ich auch nicht mehr sehen. Jetzt war's das aber. Beiger ist ein SR. Oder ein SSR. Ist jetzt nicht so dolle. Lass mich mal den angucken. Ich kenne die Karte jetzt nicht besonders gut. Ob die für irgendwas zu gebrauchen ist. Als Leader brauche ich ihn definitiv nicht. Sein Super macht auch nur Schaden. Und plus 70%, wenn er eine Superattacke macht. Das heißt, eine Schadenskarte. Hat Z-Fighters, Golden Warrior, Super Saiyan, Saiyan Lineage und Kamehameha als Link-Skills. Nicht unbedingt die beste. Also, zwei Multisummons haben wir noch. Klar würde ich mich freuen, wenn ich den LR Broly auch ziehe. Ich habe beim Living Ichigo, hatte ich zufälligerweise gesehen, wo er sein Video rausgebracht hat. 1, 2, 3 Pots. So lala. Ah, wir gehen Super Saiyan zumindest. Wenn wir Super Saiyan 3 gehen, den habe ich ewig nicht gesehen, muss ich sagen. 2 und... 9. Schade, schade. Ich glaube, der Living Ichigo, der hat irgendwie 600 Steine oder so investiert, bis er den tatsächlich gezogen hat. So viel werde ich definitiv nicht investieren. So, wir haben Tien, wir haben Chao Zu, wir haben hier die Kranich-Schule am Start. Dann haben wir Freezer zweite Form oder erste Form, Theo. Ja, eigentlich ist das zweite Form. Ja, zweite Form, so wird sie auch genannt. Erste Form ist ja der Pimmel-Freezer. Jetzt haben wir Hit. Die einzige Karte, die ich cool finde, die aber nicht wirklich was bringt, hat nur eine Rare Chance to stun the enemy. Finde ich total schwachsinnig. Der sollte eigentlich eine High Chance haben. Habe ich auch jetzt zwei Hits. Das heißt, für das Potential-System oder das Hidden-Potential-System, wenn ich eines Tages den mal irgendwie ein bisschen level. Ja, Beerus habe ich auch schon auf Max-Attack. Dann haben wir Zabon. Dann haben wir hier den. Ja, den habe ich auch schon so oft gezogen. Kann ich mit Gotenks Awakening. Das ist Nappa, glaube ich, oder? Ne, das ist Riku. Und am Ende ziehen wir noch einen Dildo Frost. Eieieiei. Ihr seht, zweiter Multisummon, immer noch nichts. Die Leute, die sagen, oh, habe ich im ersten gezogen. Ihr habt unglaublich viel Glück gehabt. Es ist eine LA, eine Limited Rare Karte, die ihr entwickeln könnt, die unglaublich stark ist. Und ich kriege einen verdammten Pot. Das heißt, das wird sowas von gar nichts hier. Was ich damit meine ist, die Wahrscheinlichkeit, ihn zu bekommen, ist sehr wahrscheinlich nicht so hoch. Ich habe keine genauen Daten. Ich hatte von irgendjemandem gelesen, halt 1%, Super Saiyan 2, das ist auch nicht so dolle. Klar, gerade für jemanden, wie der Dokkan-Videos macht wie ich, der ein bisschen in das Spiel reinkommen möchte, ist so eine Karte schon ziemlich cool, um euch zu zeigen, was sie kann. Aber es ist auch so etwas, wo ich sage, es ist mir nicht wert, wie der neue Gogeta, der irgendwann rauskommen wird oder ähnliches, halt so viele Steine zu investieren. Und dieser Multisummon wird mal so richtig kacke. Wow, so viele Rs. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Starter Cell, den habe ich letztens erst gezogen. Paragus. Ich glaube, ich habe nicht ein SSR, oder? Nein, wir haben Android 19. Und am Ende ziehen wir nochmal ein Android 17. Und zum Ende noch eine Videl. Und das war's. Wow. Das war so ein richtig schlechter Multisummon. Eieieiei. So, wir haben aber noch ein paar Single-Summons, die ziehen wir noch gemeinsam durch. Dann habe ich meine Steine weg und das heißt, das nächste Mal, wenn ich wahrscheinlich ein Dokkan-Battle-Video mache, wir machen gleich auch mal eins gemeinsam, wenn ihr Bock habt, wird es schon, also vielleicht jetzt nicht direkt nach diesem Video, da ich ein bisschen was vorbereitet habe, wird es aber schon so sein, dass ich wahrscheinlich nicht mehr mit meiner Maus das Ganze steuere, sondern halt, ich habe jetzt tatsächlich ein iPhone, ich habe mir den Adapter dazu gekauft, das heißt, ich werde es dann auch hier am im Handy direkt spielen. Ja, Paragus, die habe ich ja schon lange nicht gesehen. Seit eben. Oh, ja, Baba Shop wird sich auch wieder freuen. Baba Futter bis zum geht nicht mehr. Dann wollen wir noch einmal ein Port. Und ich beschwere mich aber nicht über mein Glück. Das sage ich ganz ehrlich. Ihr wisst es ja, falls ihr mir schon länger folgt, ihr habt eventuell mein Video zu den 150 Millionen Banner mit den Tickets gesehen. Wenn nicht, solltet ihr euch anschauen. Und zu meinen Gogeta und Rosé Puls gesehen. Da habe ich so, nicht Gogeta, Vegito Blue und Rosé Puls, da habe ich so viel Glück gehabt, ich kann mich jetzt nicht
beschweren, dass ich LR Broly nicht ziehe. Das ist einfach Fakt. Wenn ich mich beschweren würde, wäre das Beschweren auf sehr hohem Niveau. Ich kann mich natürlich beschweren, dass diese Single Summons einfach voll für den Arsch sind. Das war jetzt, glaube ich, ein 1SR. 2S, ne, das war gerade ein Rare. Habe ich gar nicht. Das war Raditz, wem interessiert Raditz. Das wird aber ein Rare. Yep. Am Anfang habe ich gerne Single Summons gemacht. Ich muss aber sagen, gerade durch die einigen Banner, die da rausgekommen sind, mache ich mittlerweile doch lieber Multi-Summons. Und Herkules rechts. Das. Jo, Baseform. Das wird wieder ein Rare. Wow, mein Glück ist overflowing, wie Broly so schön sagen würde. Jo, nochmal. Also zumindest ein SR. Android 19. 3 haben wir noch, die machen wir noch gemeinsam. Dann ist das Ganze hier echt vorbei. Die letzten 2 Steine werde ich wahrscheinlich. Ich werde gleich noch ein paar Events machen, wenn ich ins Bett gehe. 1, 2, 3 Pots. Das ist nix. Oh, Moment. Ach, ich wollte eins mit euch gemeinsam machen. Machen wir gleich. Ja, die 2 nutze ich für ein paar Events und Stamina wieder auffüllen. 1, 2, ja. Kein 3. Ich glaube, den Super Saiyan 3 gibt es nicht mehr. Den haben sie rausgepatcht. Jo, Dildo Freezer. Wir haben einmal Dildo Frost, Dildo Freezer. Herrlich. Und jetzt kommt, vorletzten machen wir gemeinsam, wenn ihr Bock drauf habt. So, einmal auf Summon. Vielleicht bringt uns das ja beiden oder allen Glück. Oder genau dir bringt das jetzt Glück. Also, keine Animation. Das kann super werden. Ich hatte mit keiner Animation schon einige gute Puls, aber auch einige Scheißpuls. Also, wir ziehen einmal zurück. Wir haben kein Rainbow Release oder ähnliches. Wir sind noch Baseform. Ich sag 3, 2, 1 und loslassen. Wir bleiben Baseform. Wir hoffen auf den Ballgeist. Ich glaube nicht. Kein Ballgeist. Wow. Spopovic habe ich auch ewig. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. Also nicht als Rare, nur als normal. Den bekommen wir ja durch Friends Summons ziemlich oft. Und meinen letzten offiziellen Summon auf meinem Galaxy S6. Mit einem Herkules rechts. Dieser Banner hat mich nicht lieb. Das kann ich euch direkt sagen. Das wird auch leider wieder nichts. Aber ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Wenn ihr den LR Broly gezogen habt, schreibt es gerne unten rein. Schreibt auch gerne, ob ihr die Medaillen für ihn sogar schon fertig hattet. Es ist okay, die Medaillen, die man bekommt. Und ich ziehe noch. Jeez. Idiot. Und das war's. 2 Steinchen sind nur noch über. Ich werde in diesem Banner sehr wahrscheinlich nicht mehr ziehen. Vielleicht, wenn ich das auf dem auf den iPhone rübergetragen habe, ziehe ich noch 2, 3 Single Summons, wenn ich bis dahin ein paar Steine gefarmt habe. Aber wenn ich da nicht unbedingt extrem viel Glück habe, war es das und ich werde kein LR Broly bekommen. Naja, muss man auch ab und zu sich damit, ich sag mal, zurechtfinden. Schreibt es gerne unten rein, ich bin sehr gespannt, wie euer Glück bei den Summons war. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch mein letztes hochgeladenes Video oder die Dragon Ball Dokkan Battle Playlist anschaut und mich selbstverständlich auch abonniert, falls ihr auf Anime und Anime Games steht.